Schieb Mark hier rüber! Mark hier rüber! War das 4x2? War das der mit diesem grobigen Schuh? Komm vor, Junge, Demi! Nein, das war Demi. Oha, wo ist die Mauer? Komm mal hoch!
Komm, komm, komm. Ich muss vorher was sagen. Mann, ich bin schon von hier, dass es von 9 Meter sind. Ja! Ja! Dominik Pfeiffer, Glückwunsch an den Gegner, Glückwunsch zum Aufstieg, verdienter Aufstieg. Ja, wir hatten eine sehr harte Saison. Wir waren am Limit, wir haben den Gegner, den qualitativ guten Gegner, Paroli geboten. Das heißt, in erster Linie will ich erstmal die Saisonrevue passieren lassen. Wir sind mit dem, was wir erreicht haben, durchaus mehr als zufrieden. Ja, es waren andere Erwartungen vor der Saison. Mit Sicherheit nicht, dass wir bis 3 Spieltage vor Schluss um den Aufstieg spielen dürfen, können, sollen. Das heißt in erster Linie klar Respekt an den Gegner und Glückwunsch an den Gegner. Und ja, dann zum Spiel, das widerspiegelt dann so ein bisschen unsere Saison. Ja, ich kann nur jeden einzelnen Spieler von mir danken. Jeden einzelnen Spieler, der sich zur Verfügung gestellt hat, bis zum Schluss, bis gestern noch zum letzten Training, sondern sie nur mein Zeug geworfen hat. Ich glaube, es ist nicht einfach mit mir zu arbeiten, aber das haben sie dann heute nochmal abgerufen. Es war so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir wollten den Gegner spielen lassen, wir wollten Nadelstiche setzen, wir wollten natürlich über unsere Stärke, über den Ballbesitz trotzdem zeigen, dass wir auch da sind, dass wir zu Recht oben angegriffen haben und zu Recht auch mit dabei waren. Und ich glaube, das haben wir dann auch deutlich gesehen. Es war ein offener Schlagabtausch, auch der Gegner hat versucht, speziell in der ersten Halbzeit, dann auch Nadelstiche zu setzen. Aber ich denke, wir haben dann am Ende verdient gewonnen, auch in der Höhe verdient. Das ist absolut ein Mannschaftssieg, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und ja, ich kann mich nur bedanken für das alles, was war. Ich konnte mich als Trainer in dem Jahr extrem anhand wirklich geiler Typen mich profilieren. Ich danke in erster Linie meine Freundin, meine zukünftige Frau, die mich immer unterstützt hat. Ich glaube, 170 Trainingseinheiten und ich bin fast nie daheim. Es ist schon ein Stück weit ein Bereich, wo man dann auch abschalten kann. Ich danke meine Familie. Ich danke auch dem VfL Aalen für die Chance. Ich danke mein Trainerteam. Ich danke wirklich jeden Einzelnen, der sich hier zur Verfügung gestellt hat. Ein Betreuer, der das alles überhaupt möglich gemacht hat. Und wir bauen auf das auf. Ich danke auch eine besondere Person, die ich dieses Jahr in der Saison verloren habe und die mir aber immer die Kraft gegeben hat, auch daraufhin weiter zu arbeiten. Und das wird auch im nächsten Jahr so sein. Wir wollen die Saison bestätigen, wir wollen an uns arbeiten und mal gucken, ob wir nicht vielleicht dann da drüben stehen und vielleicht mit anderen Gefühlen hier verlassen. Aber dennoch, ich bin zufrieden, glücklich heute, happy, mit dem Sieg abgeschlossen und ich denke, das ist für mich so ein komplettes Fazit zum Spiel über die ganze Saison. Ja, das Spiel heute, wir haben viele Fehler gemacht. Von Beginn an, denke ich, war so ein bisschen vielleicht auch, die Jungs wollten gewinnen, ich wollte auch gewinnen, ganz klar. Aber es war schwierig auch mit dem Hinblick, dass wir jetzt seit 2 Wochen die Meisterschaft haben. Aber natürlich die Aalener, riesen Respekt an die Leistung. Wir haben heute uns gezeigt, dass wir noch viel, viel tun müssen für die Bundesliga. Nichtsdestotrotz merkt man auch, nach dem Spiel überwiegt natürlich die Freude über die Meisterschaft, über den Aufstieg. Das erlebt man nicht so oft. Ich denke, das merkt man und das wissen wir. Und von dem her, klar, wollten wir gewinnen. Im Endeffekt Glückwunsch einfach an die Jungs. Und das. Yeah!
So, von dem her einfach läuft weiter. Ja. Von dem her einfach überwiegt jetzt die Freude, wie man die Jungs auch sieht. Und ich denke, da kann man keinen Vorwurf machen. Und das ist einfach geil. Wir wollten klipp und klar im Spielaufbau kurz eröffnen. Ja? Was wir nicht geschafft haben, ist in diese Halbfelder reinzukommen. Das heißt, über den Chipper. Wir wussten, dass die Kickers jeden Ball nach vorne attackieren. Und da haben wir es dann nicht geschafft, weil wir aber auch nicht die klare Reaktion dann mit dem ersten Pass so umsetzen konnten. Das heißt, die Tore sind dann schon aus individuellen Fehlern gefallen. Aus der anderen Seite aus Petersilie kann man auch sagen, Kickers individuelle Fehler im Spielaufbau, aber so war unser Spiel eingestellt, ja, dass im Spielaufbau dann die Kickers über den Konter verletzen können, und das haben wir dann auch geschafft. Aber unsere Tore waren dann, wie gesagt, ein bisschen auch ein Stück weit ein Geschenk. Individuelle Fehler, aber wegen dem lernen wir, das wäre zu einfach für mich als Trainer zu sagen, auf das kann man nicht arbeiten. Ich denke, trotz zum Schluss haben wir es dann besser gemacht in der zweiten Halbzeit, sowieso die Abstände dann auch korrigiert gegen den Ball, und dann war das auch ein verdientes. Viele Fehler gemacht, klar. Heute, gerade in der ersten Hälfte, Fehlpass und dann, und so war es halt eigentlich, so waren unsere Gegentore. Wir haben den Gegner hoch attackiert und hoch gestanden in dem Fall, und dann kam es immer wieder zu Kontermöglichkeiten, und die haben die im Endeffekt auch genutzt gut. Und wie gesagt, Respekt an allen, die haben uns heute auf jeden Fall gezeigt, dass wir noch viel arbeiten müssen, um in der Bundesliga letztendlich mithalten zu können. Ja, es geht weiter, dass wir jetzt erstmal Mittwoch Abschlussfeier haben und dann verdienen Urlaub gehen. Und die Bilanz geht weiter, dass natürlich ein, zwei ältere Jahrgänge, man muss so bedenken, wir haben jetzt fast nur noch mit jüngeren Jahrgängen gespielt, auch da eine extreme Entwicklung. Ja, wir gehen mit erfahrenen Spielern in die nächste Saison. Wir werden uns mit Sicherheit auf ein, zwei Positionen, so wie uns Spieler verlassen, auch verstärken müssen. Und ich glaube, wir werden in diese Richtung dann auch drauf aufbauen. Ja, die Bilanz von dem Spiel ist natürlich negativ. Also das Spiel war von uns das Schwächste, was ich miterlebt habe. Wie gesagt, wir wollten gewinnen. War einfach heute nicht so das, was wir zeigen wollten. Viele Fehler gemacht. Und wie gesagt, im Endeffekt überwiegt jetzt die Freude über den Sieg. Bundesliga! 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 Ausrufezeichen! 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 Auch Enis Kühler mit bisher 20 Treffern. Heute nochmal 2 Treffer. Also 22 Treffer. Großer Kader, bestimmt aus großer Qualität hier. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache auch für die Vereine, für euch Spieler auch bei der NBW, bei der Fahrt Reisingen hauptsächlich. Bedanke für die finanzielle Unterstützung im Laufe der Runde bei euch gewesen. Ich hoffe, die anderen Mannschaften, die in der Oberliga bei euch spielen, bekommen auch diesen finanziellen Anteil von uns allen. Weiterhin und vielen herzlichen Dank nochmal an die NBW. Super Kickers, hey! Super Kickers, hey, wo gucken wir?